Hey Lucy! Sag mal Lucy, wo kommen denn die Babys her? Und wie kommt bloß das ganze Salz ins Meer? Warum färbt sich der Himmel gegen Abendrot? Und was passiert bei Ebbe und Flut? Weißt du, warum ich blaue Augen habe? Deine haben eine ganz andere Farbe. Wie kann es sein, dass ein Glühwürmchen leuchtet? Und was macht der Wind, wenn er nicht mehr weht? Genial, Lucy, mit dir lernen wir jeden Tag noch mehr. Genial, Lucy, mit dir ist das Lernen gar nicht schwer. In der Ausstellung Dinopetrea in Spanien gibt es die unglaublichsten Dinosaurier-Skelette zu sehen. Von allen Tieren, die je auf der Erde gelebt haben, hat der Mamenchisaurus den längsten Hals. Damit kam der bis zu 22 Meter große Dinosaurier bequem an die Blätter ganz oben in den Baumkronen heran. Der berühmte Tyrannosaurus Rex mit seinem über einen Meter langen Kiefer und den 19 cm langen Zähnen war das gefährlichste Raubtier aller Zeiten. Sein Name bedeutet König der Tyrannenechsen. Die Ausstellung zeigt auch große Säugetiere, wie zum Beispiel diesen Höhlenbär. Er ist über 3,50 Meter groß und wiegt rund eine Tonne. Dreimal so viel wie ein Bär heutzutage. Eine Untergruppe der Säugetiere sind die Hominidae, die Menschenaffen. Dieses Skelett eines Australopithecus afarensis gehört zu den ältesten Funden dieser Art und wurde Lucy getauft. Oh, noch eine Lucy. Aber mit Y. Und wer ist diese Lucy? Ein Riesenaffe, ein Vorfahr der Menschen. Ich fliege mal rüber in die Schule und frage dort nach, ja? Ja, das war in Afrika, wo es Steinzeitmenschen gab. Endlich, sie hatten ja kein Leben.